In der Steiermark herrscht aktuell ein Priestermangel, was dazu führt, dass es auch immer mehr Pfarrverbände gibt. Der Nachwuchsmangel ist diesbezüglich nicht mehr zu übersehen. Ich glaube, es gibt sicher viele Faktoren, die dazu führen, dass zurzeit wenige bereit sind, diesen Priesterberuf zu ergreifen. Ich denke, der ganze Missbrauchsskandal, der in der Kirche zurzeit einfach angeschaut wird und auch bewältigt werden muss, der trägt natürlich zu einer ganz negativen Stimmung dazu bei. Ich glaube, es gibt kaum Anmeldungen in diesem Jahr. Aber es sind sicher viele andere Faktoren auch, die zu einem Priestermangel geführt haben. Ich denke sicher auch für viele das Thema Zölibat, vielleicht auch die Überforderung in den Pfarren, dass die Pfarrverbände immer größer werden. Also ich glaube, dass es ein sehr vielschichtiges Problem ist. Das heißt, bezüglich Nachwuchs muss man von der katholischen Seite, von der höchsten katholischen Seite vielleicht auch ein bisschen umdenken. Ich glaube, dass beides wichtig ist. Zum einen mal, dass Rom oder der Vatikan auch darüber nachdenkt, wie kann es in Hinkunft mehr Berufungen geben, wie kann man auch die Zulassungsbedingungen zum Priesteramt weiten. Auf der anderen Seite soll man aber auch bedenken, dass jeder einzelne Getaufte dazu eingeladen ist, auch seine Berufung zu leben. In unserer Diözese gibt es ja sehr viele Pfarren. Es konzentriert sich ja nicht alles nur auf Priester, die Seelsorge, sondern es sind viele Pastoralassistentinnen und Assistenten auch angestellt, um die 170. Es sind 70 Diakone, die ehrenamtlich in unserer Diözese mitarbeiten und unzählige Pfarrsekretäre und Sekretäre. Also ich glaube, das soll man nicht unterschätzen, dass das viel weit gefächerter ist, als es früher mal war. Die Stadt Bruck ist von idyllischen Naherholungsgebieten umgeben, die zum Entspannen, Kraft tanken und Verweilen einladen. Das im Süden der Stadt gelegene Weitental bietet für Jung und Alt ganz besondere Attraktionen. Ein Juwel ist das mitten im Tal gelegene Naturschutzzentrum. Ja, die Hauptaufgabe ist in erster Linie die Auffangstation für das Land Steiermark. Spezialisiert sind wir eigentlich für Greifvögel und Eulen. Wir nehmen aber auch Kleinsäuger genauso auf. Und was ganz, ganz wichtig natürlich ist, also neben der Aufnahme, man sollte sich vorher mal informieren. Am besten ist, man ruft mich an, wenn man ein Tier gefunden hat. Oder wenn ein Tier irgendwie verhaltensmäßig sich verdächtig benimmt, sollte man zuerst anrufen, nicht bevor man die Tiere angreift, einmal um Rat fragen, was man wirklich tun soll. Und dann sollte man erst den Schritt setzen, das Tier einzufangen. Jetzt gibt es aber nicht nur Adler und Eulen hier, sondern auch einen Streichelzoo. Was für Tiere sind da und was können die Kinder hier erleben? Naja, der Streichelzoo dient eigentlich in erster Linie, dass die Kinder, aber auch die Erwachsenen einen Zugang wieder zu den Tieren bekommen. Das ist ja sehr oft schon verloren gegangen. Das ist ja, der Mensch hat sich eigentlich schon entfernt von der Natur, von den Tieren oft selbst. Und da bietet man natürlich einen Zugang. Da sieht man Schafe, Ziegen, die sehr gerne kommen und ein bisschen Gras gerne den Menschen entlocken und dann haben wir auch noch Hühner und ich glaube, das ist sehr eine nette Geschichte. Kann man jetzt das Naturschutzzentrum Weitental jederzeit besuchen? Gibt es da irgendwie Öffnungszeiten? Nein, wir haben keine direkten Öffnungszeiten. Es gibt einen Bereich, der ist eigentlich permanent für die Besucher offen. Dann gibt es auch einen geschlossenen Bereich natürlich, wo die Tiere, die verletzt sind oder die eigentlich nicht zu sehr mit den Menschen in Kontakt treten sollen, untergebracht sind. Und also grundsätzlich kann man immer hereinspazieren, man kann sich das anschauen und ich glaube, man erfährt da sehr viel Informatives. Ein Naturerlebnis in Bruck, ein Besuch lohnt sich. Die kalte Jahreszeit hat bereits Einzug gehalten und damit verbunden herrscht nasskühles Wetter. Um sich und seinen Körper nun ins Gleichgewicht zu bringen, raten Experten schon jetzt mit Vorkehrungen zu beginnen. Naja, die Vorsorge besteht in erster Linie darin, dass man versucht, sein eigenes Körperimmunsystem rechtzeitig zu stärken. Das geht in erster Linie mal damit, dass man versucht, regelmäßig körperliche Betätigung vorher schon zu machen, bevor man was hat, und dass man auch versucht, durch die richtige Lebensweise auch, dass man sein Körperimmunsystem stärkt. Wichtig ist, dass man das rechtzeitig beginnt, das heißt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass man da schon beginnt, weil wenn einmal der Infekt da ist, dann hilft meistens in der Richtung nichts mehr, dann muss man auch medikamentös eingreifen. Wenn einen jetzt ein leichter Schnupfen erwischt hat, wie bekommt man diesen am besten auch ohne Schulmedizin weg? Der Schnupfen allein ist ja nicht unbedingt eine schwerwiegende Krankheit, sondern das ist eben ein unangenehmes, eine Nebenerscheinung, wo man sich einfach nicht wohlfühlt.
Dagegen tun kann man nur abschwellende Maßnahmen mit Nasentropfen, nicht unbedingt mit Sprays, weil die Sprays zusätzlich auch eine austrocknende Wirkung auf die Nasenschleimhäute haben können, also Nasentropfen verwenden. Es gibt auch in der Apotheke gute abschwellende homöopathische Mittel, die man dazu verwenden kann. Also wenn es wirklich nur ein Schnupfen ist, dann sollten solche Maßnahmen ausreichend sein. Nicht immer muss man sofort bei kleinen Beschwerden den Arzt aufsuchen. Auch jede Apothekerin und jeder Apotheker ihrer Wahl kann Ihnen mit verschiedensten Mittelchen weiterhelfen. Also am besten stärkt man das Immunsystem, indem man Vitamin C und Zink einnimmt. Das reagiert eben ganz positiv auf das Immunsystem. Wenn dann schon eine Erkältung im Anmarsch ist, dann nimmt man, wie gesagt, Vitamin C und Zink weiter, damit es ja richtig arbeitet, das Immunsystem. Für die Nase, wenn sie verstopft ist, Nasensprays, die abschwellend wirken, und unbedingt Meersalz-Nasensprays dazu verwenden, damit die Nase ihre Schutzfunktion beibehält. Achten Sie auf Ihren Körper, und somit kann man sagen, Vorsorge ist besser als Nachsicht. Frischer Wind wehte heute so durch so manches Kaffeehaus. Feierte man heute doch in der Obersteiermark den Tag des Kaffees. Frau Brebasser, gibt es jetzt spezielle Sorten, die die Kunden bevorzugen? Oh ja, es ist zum Beispiel der Gala Nummer 1 von Eduscha, der beliebteste Kaffee Österreichs. Hebt sich von den ganzen Mitbewerbern ab. Stark zunehmend tut das Espresso- und Kaffee-Crema-Sortiment. Da gibt es von vollmundig bis würzig und ganz kräftig verschiedene Sorten, für jeden Geschmack etwas dabei. Was auch sehr stark zunimmt beim Kaffee, sind die Einzelportionen, eben mit Caffissimo. Gibt es eine Maschine, wo ich von Filterkaffee über Cappuccino bis Espresso jeden Kaffee ganz einfach zubereiten kann. Gala sozusagen marktführend, kann man sagen, wohin der Trend des Kaffees geht? Trend geht stark ins Kaffee, Crema und Espresso-Sortiment, weil in den Haushalten sehr viele Vollautomaten sind. Es gibt natürlich auch Kaffeespezialisten, die sagen, dieser Kaffee schmeckt nicht so, der ist eher bitter. Wovon macht man das abhängig? Das hängt von der Röstung ab. Es ist, je dunkler der Kaffee geröstet ist, desto kräftiger und würziger wird er vom Geschmack. Das, was eben manche Kunden als bitter oder eben auch als handig empfinden, aber für Espresso-Kenner und Espresso-Liebhaber ist das halt richtig der würzige Muntermacher, der typische Espresso. Jetzt gibt es ja einige Säulen mit Kaffeebohnen, schauen für mich eigentlich alle gleich aus, sind aber unterschiedlich im Geschmack. Wie kommt das? Durch die Anbauart, es gibt Kaffee, in der Kaffeekirsche sind normalerweise zwei Kaffeebohnen drinnen. Es gibt Hochlandkaffees, da ist in einer Kirsche nur eine Bohne drinnen. Der Kaffee ist natürlich viel aromatischer. Es hängt auch von der Höhenlage ab, wie hoch der Kaffee wächst. Es hängt vom Boden ab, ob er auf Vulkanerde wächst. Gibt es auch Kaffees, die sind eben dann eher die würzigere, kräftigere Note. Also da gibt es sehr viele Unterschiede von den Anbaugebieten und natürlich auch von der Röstung. Was halten Sie jetzt generell von dem Spruch, wenn ich in der Früh keinen Kaffee kriege, dann wäre ich nicht munter? Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Aufputschmittel, Kaffee. Manche brauchen ihren Kaffee in der Früh, den kleinsten ist das noch herzlich egal.